Ladies and Germany, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder soweit, ich bin wieder an dem Punkt angekommen, dass ich keinen Bock mehr habe auf meine Haare, auf meine Farbe, auf gar nichts. Das letzte Mal habe ich mir einen Pony geschnitten in dieser Situation, aber den habe ich ja jetzt schon. Was soll ich also machen? Ich habe überlegt und überlegt und bin eigentlich dazu gekommen, dass ich sie mir einfach mal in einer anderen Farbe färben sollte. Und zwar in einem dunkleren Ton, blond, komplett weg. That's the plan. Nun habe ich das so rum überlegt und ich muss euch sagen, die Panik ist echt in mir hochgekommen, dass ich dann nicht mehr blond bin. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin süchtig, blond zu sein. Ich bin süchtig nach blond. Bescheuert. Aber es stimmt. Und dann habe ich mir überlegt, warum bin ich eigentlich süchtig nach blond? Was macht mich süchtig nach blond? Habe dazu 5 Theorien aufgestellt. Diese 5 Theorien werde ich dir jetzt zeigen. Und ich hoffe, für den einen oder anderen und letztendlich für mich wird es genügen, um einfach mal wegzukommen von dem Blond. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Wenn alles gut geht, kommt morgen die Essie vorbei und sie wird mir die Haare braun färben. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dieses Video überzeugt mich selbst letztendlich. Und vielleicht auch dich, wenn es dich überzeugen sollte oder du dich irgendwo wiedererkennen solltest in einer Theorie. Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare, denn genau sowas interessiert mich sehr. Ansonsten nimm das Video mit Humor. Es sind meine Theorien und ja, man sollte es generell sich selbst auch nicht zu ernst nehmen. Ich selbst persönlich nehme mich auch nicht zu ernst. Genug geredet, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Die erste Theorie ist, wir denken, blond sein ist das Nonplusultra. Ich kann euch mindestens 50 Fotos zeigen von Frauen, die ein wunderschönes Blond haben. Aber der Haken an der Sache ist, es sind alles nur Fotos und in echt sieht das alles leider ganz anders aus. Blond ist eine sehr aufwendige Farbe. Wenn du dich nicht darum kümmerst, mit Silbershampoo, Abmattierungen, öfter mal nachfärbst, es auffrischt, dann sieht Blond einfach nicht schön aus. Und ich muss dir sagen, wenn Essie und ich tagtäglich durch die Kölner Straßen ziehen, sehen wir so viel Blond, wo wir denken, boah, Alter, das ist, oh, Entschuldigung, so ugly. Also nicht die Frauen, ne? Nur das Blond. Aber ich gehe davon aus, dass auch diese Frau eine Süchtige ist. Genau wie ich. Kommen wir zur nächsten Theorie. Und zwar besagt diese Theorie, dass Blondinen die schöneren Menschen sind. Die Werbung, die Gesellschaft, in der wir leben und natürlich unsere eigenen Glaubenssätze steuern dazu bei, dass wir der Meinung sind, Blondinen sind die schöneren Menschen. Eigentlich ist es doch tagtäglich so und es war auch schon immer so, dass Blondinen oder blonde Frauen dir als schön verkauft werden. Aber wieso haben Blondinen eigentlich diesen Ruf? Und zwar musst du es dir einfach mal so überlegen. Weltlich gesehen ist die weit verbreiteste Haarfarbe schwarz. Und was will eigentlich so gut wie keiner? Die meisten Menschen wollen natürlich nicht aussehen wie jeder. Also es ist einfach das Exotische, was uns denken lässt, blond ist wirklich das Schönere. Beziehungsweise, das war wahrscheinlich der Ursprung, aber den Rest haben wir ja schon gar nicht mehr hinterfragt. Wir hören einfach nur noch, blonde Frauen sind die attraktiveren Frauen, nehmen das hin. Aber so ist das nicht, meine Freunde. Wenn man es nämlich mal ganz genau betrachtet und diesen exotischen Aspekt nimmt, dieses einzigartige, seltene, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es für mich als Friseursicht viel einzigartiger und individueller und letztendlich auch schöner, wenn du mal eine Frau da sitzen hast, die ihre Naturhaarfarbe trägt. Und das ist so selten, wahrscheinlich so selten wie eine echte Blondine auf der Welt. Eine Sache muss ich aber anmerken, wenn man diese Theorie so hinnehmen sollte, muss man sich eine Sache noch überlegen. Und zwar, die seltenste Haarfarbe auf der Welt ist nicht blond, es ist rot. Warum will nicht jeder rothaarig sein? Warum ist nicht rothaarig das Nonplusultra? Ich glaube, das ist ein Problem des Marketings der Farbe Rot, weil Rot doch für die meisten Menschen als Assoziation, ja, Hexe bedeutet. Die nächste Theorie besagt, blond sein ist sommerlich. Und Sommer ist für die meisten Menschen ja eher etwas Positives. Also mit den meisten Menschen meine ich jetzt nicht die Menschen auf der ganzen Welt, sondern die Menschen, die 4 Jahreszeiten kennen und sich einfach das ganze Jahr auf den Sommer freuen, so wie ich. Und ja, wenn du jetzt schlau bist und etwas wie Blondierung bzw. blonde Haare marketingtechnisch verpackst in Kombination mit dem Sommer, weil der Sommer, die Sonne, Meerwasser hält natürlich auch die Haare auf, das zusammentust und dann Angebote machst wie Sun-Kissed Hair oder was gibt's denn noch, Beach Hair oder I don't know, dann hast du auf jeden Fall ausgesorgt, also wenn du dir das noch patentieren lässt. Dazu habe ich auch ein Beispiel. Ich hatte viele Kundinnen, die kamen dann so Richtung Frühling um die Ecke und sagten dann, ja, jetzt mach mal ein paar Strähnen oder ein paar Paintings. Jetzt kommt ja bald der Sommer. Ich würde gern sommerlicher aussehen. Da haben wir es wieder. Die Falle des Marketings und die Falle des Nicht-Hinterfragens und die Falle, man macht doch sowieso immer, was man macht.
bleibe ich doch dabei. Ganz ehrlich, ich bin ja genauso. Für mich ist Assoziation Sommer auch blonde Haare. Würdest du mich fragen, welche Haarfarbe steht für den Sommer? Ich würde sagen blond. Aber wenn du mal wirklich überlegst, klar ist blond schön. Klar ist blond am Strand schön bei so einer Surferfrau. Aber ist blond wirklich auch schön bei uns? Das ist irgendwie die Frage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich im Urlaub bin, ich finde es irgendwie viel schöner, wenn ich eine Brünette sehe mit leicht gebräunter Haut, als eine blond gefärbte Touristenfrau. Ach, das kann man jetzt auch wahrscheinlich nicht vergleichen, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden alle belogen. Jeder will blond sein, aber warum eigentlich? Ich bin bescheuert. Kommen wir nun zur nächsten Theorie. Und die nächste Theorie besagt, meine lieben Mäuse, dass rausgewachsene Strähnen scheiße aussehen. Und die einzige Lösung, die wir kennen, ist, den Ansatz einfach wieder nachzufärben, wie wir es halt immer machen. Und so gehen wir zum Friseur, bestellen einmal Ansatzfarbe bitte oder einmal Strähnen bitte, vielleicht noch eine Abmattierung, wenn wir ganz verrückt sind, und das war es dann auch schon wieder. Aber das Problem ist, dass wir wahrscheinlich unterbewusst, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, so habe ich es mir jetzt vorgestellt, der Meinung sind, dass unser Naturton nicht schön ist. Es ist, wie es ist, in den meisten Fällen ist ein Naturton meistens eher aschig. Aschig bedeutet eher wenig Glanz. Aschig bedeutet nicht besonders viele Nuancierungen. Das führt dazu, dass wir das Gefühl haben, unsere Haare sehen irgendwie tot aus, matt aus. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja lebendig, vital und aussehen, als würde das Leben uns aus dem scheinen. Und ja, wie kriegen wir das am besten hin? Indem wir einfach machen, was wir immer tun. Wir färben unsere Haare einfach wieder blond nach. Und dieses Gefühl, das wir danach kriegen, ist einfach, es ist einfach schön. Aber irgendwie ist doch schade, oder? Jeder hat seinen Naturton. Warum können wir irgendwie nicht mehr damit arbeiten? So wie ich das jetzt versuche. Ich habe jetzt meinen Ansatz sehr lange rauswachsen lassen. Ich glaube 6 Monate, wahrscheinlich mehr. Und werde sie mir jetzt wahrscheinlich auch färben. Mal gucken, ob dieses Video mich selbst überzeugen wird, wenn ich das mache. Wenn wir uns diese Theorie jetzt aber mal genauer ansehen, wird klar, natürlich sehen rausgewachsene Strähnen oder ein rausgewachsener Ansatz scheiße aus. Du hast einfach eine Kante, dann hast du hier eine dunklere Farbe und hier unten wahrscheinlich das schöne Blond. Ja, logischerweise sieht das nicht besonders gut aus. Wenn du jetzt aber in Balayage arbeiten würdest, so wie ich eins habe, ne? Also ich habe keine Strähne, sondern so fein reingemalt, die Strähnen, dann kann das locker easy rauswachsen. Ich habe das jetzt auch schon ein bisschen gemacht und einfach mal zu gucken, wie sieht der Naturton eigentlich aus? Denn wenn du ganz ehrlich hier 3 Monate nicht beim Friseur warst oder ich weiß ja nicht, wie oft du deinen Ansatz nachfärbst, dann siehst du zwar deinen Ansatz, ja, aber das wird nicht aussehen, wie wenn du dein ganzes Haar in Naturfarbe hättest. Ganz ehrlich, also umso mehr du rauswachsen lässt, desto mehr siehst du deine eigene Farbe wirklich wieder richtig. Das ist bei mir jetzt genauso und ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht. Und warum ist es eigentlich so, dass wir unseren Naturton nicht haben wollen? Diese Sucht, ne? Diese Sucht. Ich weiß es auch nicht. Aber ich denke, eine Sache ist auf jeden Fall, dass Strähnen scheiße aussehen und wir wollen natürlich nicht scheiße aussehen. Die nächste Theorie ist, blond sein sieht luxuriöser aus. Wenn du eine wirklich gut gefärbte Blondine siehst, dann hast du automatisch das Gefühl, dass diese Frau irgendwie Wohlstand ausstrahlt, Luxus und ja, ist einfach irgendwie was Besseres als man selber. Und so will man dann natürlich auch aussehen. Deswegen färbt man sich die Haare blond. Das Problem ist aber, die meisten Frauen, die wirklich so ein heftiges Blond rumspazieren, zahlen auch dementsprechend für ihr Blond. Ein sehr gutes Blond ist keine Sache von 50 Euro, muss ich sagen, wie es ist, weil Blond ist wirklich Königsklasse. Und ja, ich verstehe auch diesen Aspekt, dass man denkt, Blond gradet irgendwie ab, einen selber. Man sieht reich aus, ist es zwar nicht, aber man sieht wenigstens so aus. Und das ist natürlich auch ein guter Aspekt, der dazu führen könnte, dass wir immer wieder blond aussehen wollen. Weil wir damit ein bestimmtes Image vorgeben, zu sein, was wir gerne wären, aber wahrscheinlich sind wir es gar nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich weiß, das hat auf jeden Fall was mit der Theorie zu tun, dass wir denken, blond sein ist das Nonplusultra, aber dieses, ja, dieser Geldaspekt, der dahinter steckt, ne? Dass man irgendwie denkt, es macht reicher, den habe ich da noch nicht erwähnt und den wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen, um einfach nochmal ganz klar zu sagen, nur weil du blond bist, siehst du nicht aus, als wärst du Louis Vuitton. Mir geht's ja genauso. Will da jetzt keinen persönlich angreifen, ich fühle mich ja genauso. Ich sehe auch nicht aus wie Louis Vuitton, mach trotzdem immer wieder blond. Es ist doch echt zum Mäusemelken. Kommen wir nun zum Fazit. Ganz ehrlich, man sollte einfach öfter mal hinterfragen, was man so tut, was man so macht. Weil irgendwie, mir ist jetzt auch schon wieder aufgefallen, ich bin der übelste Mitläufer und blond wahrscheinlich auch seit so vielen Jahren, weil ich so viele Frauen sehe, die schön aussehen in blond, aber ein ganz anderer Typ Frau sind als ich, was überhaupt keinen Sinn macht. Ich werde mich jetzt von diesem Gedanken verabschieden, es
löschen aus meinem Kopf und morgen einen neuen pflanzen, nämlich ich sehe gut aus mit meinem Naturton. Klang irgendwie überzeugend, ne? Aber ich habe mich nicht überzeugt selbst jetzt. Aber ich probiere das morgen mal. Ich habe ja noch die Essie, die wird mir seelische Unterstützung zusagen. Falls du auch keinen Bock mehr hast auf Blond, versuch es einfach mal mit einer anderen Farbe. Es muss nicht immer das Dunkelbraun sein. Es kann auch ein sehr schönes Dunkelblond sein, was für dich als Konsument in deinen Augen schon eher ein Hellbraun ist oder so. Probier es doch einfach mal. Why not? YOLO, wir leben nur einmal und blond sein kannst du danach immer noch. Ich mach's jetzt einfach. Also ihr Süßen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Bis dann, haut rein, peace.